Hallo auf meinem Kanal, Sipuket, hier ist wieder Matthias und heute habe ich leider keine guten Nachrichten, denn sie haben uns etwas weggenommen. Schau dir an, da haben wir noch gesessen im Dezember, jetzt sieht's so aus. Hammer, alles weggerissen, ist der Wahnsinn, wir waren schockiert. Wir fahren jetzt erstmal auf der Ravai Road Richtung dem kleinen Fischerdorf, sag ich mal. Das ist eine kleine Straße, wo heute noch Fischer kommen. Das ist da unten, da ist auch die Straße, die wir jetzt gerade fahren. Du siehst da die Fischerboote, die Longtailboote und auch für Touristen die Boote. Aber am Ende siehst du, wo es dann wirklich ist. Das ist übrigens der Smartbus. Mal ganz nebenbei, für 100 Baht fährst du vom Flughafen auf der gesamten Seite, wo die Touristen sind, für 100 Baht, für 2,70 Euro, egal wo du willst hin. Auch cool, oder? Einfach mal merken. So, wir kommen der Sache näher. Da vorne auf der Ecke kommt das V-Café. Also Leute, die schon mal hier waren, werden sich natürlich daran erinnern und wissen, ah, da ist das. Und hier geht es so ein bisschen runter. Da sind auch so ein paar Stände. Übrigens, Geheimtipp, morgens kommen die Fischer dort und du kannst frischen Fisch dort kaufen. Also auch sehr cool. Hier siehst du es. Da kannst du morgens Fisch kaufen. Es geht dann aber ein Stückchen weiter rein und da schau mal, was da noch so kommt. Auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite hast du eben ein kleines Gebäude gesehen, aber auf der linken Seite siehst du die Boote, teilweise defekt, teilweise werden sie dort repariert, teilweise werden dort auch neue Boote gebaut. Also es ist schon super interessant, einfach mal hinzufahren. Aber schau mal, wo wir hinfahren, es kommt die Katastrophe auf uns zu. Da sind wir immer hingefahren, da sind wir Expats total viel essen gegangen und Touristen haben das auch mittlerweile rausgefunden. Weg, weg, guck dir das an, alles weg, wir waren schockiert. Ist der Hammer. Es war so super schön dort. Wir haben keine Worte dafür. Aber wir haben das schon mal erlebt am Surin Beach. Da gab es hohe Warnungen an die Beachclub-Besitzer und die haben nicht reagiert. Und dann sind die mit dem Bulldozer rübergefahren. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Wenn du weißt, was hier passiert ist, schreib es mir bitte in die Kommentare. Unbedingt lass es mich wissen, was hier passiert ist. Einfach nur traurig anzusehen. Es ist wirklich super traurig anzusehen. Wir haben vor kurzem hier noch gesessen, hier mal ein kleines Video von mir. Wir sitzen auch mit meiner Frau am Abend, super schön. Da saßen die Katzen, die da in der Nähe rumlaufen und Hunde und was weiß ich nicht, alles am Strand. Es war so super schön, wirklich ein romantischer Traum, sag ich mal. Alles weg und du siehst gleich, was für Mühe sie sich gegeben haben mit den Dächern. Schau dir mal das Dach an. Alles weggerissen. Dahinter alles ist der Wahnsinn. Und egal wie das Wetter war, es regnet hier, es schüttet hier. Es war immer total schön. Schau mal, es regnet. Wie gemütlich. Es sind abends 26 Grad draußen. Da lachen wir drüber. Das war mega schön. Alles weg. Ja, und wir haben uns nochmal entschieden, die andere Richtung zu fahren bis zum Ende. Jetzt haben wir gedreht oder sind gerade beim Drehen und fahren nochmal aus der anderen Richtung. Ja, ein bisschen schönere Farben, aber es ist alles so traurig. Übrigens haben wir gerade Apple, man sieht es, es ist ja nicht immer so, aber es ist, es war mal schöner. Mal sehen, was da kommt. Vielleicht stehen ja doch demnächst wieder ein paar schöne Bambusdächer dort. Wer weiß, man steckt ja nicht drin. Der Italiener, bei dem wir gewesen sind, der hat, glaube ich, erst im Oktober oder November aufgemacht. Hier an der Seite ist er. Da, warte mal, hier kommt er, da. Total tolles Lokal, wirklich super toll, teuer eingerichtet, mit Wein, mit allem drum und dran. Tollen Sitzgelegenheiten. Auf der anderen Seite war es auch mega schön. Alles weg, der tut mir so leid. Und das ist ein so tolles Lokal, ich kann es echt nur empfehlen. Im Übrigen, ich bekomme kein Geld dafür, wenn ich Leute empfehle, ja. We are pro-fashionity. Garanten. Good quality.
Und hier eine kleine Vorschau für den nächsten Film, der kommen wird. Wir waren schon am Bangtao Beach, aber das Wetter war einfach nicht so toll. Und wir wollen unbedingt dahin, wenn wir schöne Bilder machen können. Und dann gibt's den nächsten Film. Vielen Dank für dein Abo, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.